Moinsen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir. Und diesmal bin ich nicht alleine. Und zwar ist der gute Super Civilian HD mit dabei. Hey ho. Und ja, er ist ein guter Freund von mir und da haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Let's Play Together, da er jetzt einen neuen Rechner hat. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen nicht lang rum und fangen einfach an und du erzählst was über dich. Genau, ich erzähle erstmal was über mich, und zwar baue ich jetzt Holz ab. Da ich ein Holzkopf bin, nein. Also, ich habe jetzt meinen neuen Rechner und habe erstmal ein Achievement bekommen. Hoch. Glückwunsch. Und ich werde jetzt theoretisch sowas machen wie Protisma, Let's Plays, Let's Play Togethers, Tutorials, halt nicht nur über Minecraft, sondern auch über andere Spiele gucken, wo ich Lizenzen kriege und so weiter. Sind schon Spiele wie Metro 2033, versuche ich, die Lizenzen zuzukriegen, dass ich das rechtmäßig Let's Playen darf. Und dann würden so welche Projekte kommen. Ja, natürlich dann noch Let's Play Togethers mit Protisma halt. Und weiß nicht, mit noch anderen Kommentatoren oder YouTubern allgemein. Ja. Wenn ihr sowas sehen wollt, dann guckt natürlich bei mir vorbei. Noch kommt nichts, aber demnächst wird etwas mehr kommen. Ja, ich werde dich auch einmal vorstellen in irgendeinem Video. Auch nicht schlecht. Extra für dich. Ich fühle mich geehrt. Ja. Ah, ich habe einen kleinen Baum, du. Der ist... Wie viel Holz hast du denn schon? 15. Wir brauchen ungefähr jeder einen halben Stack und dann würde ich sagen, gehen wir und holen uns irgendein schönes Plätzchen. Wir nehmen es uns einfach. Ich würde sagen, wir holen uns eine Grube, oder? Eine Grube? Ja, auf jeden Fall irgendwas, wo es jetzt ästhetisch aussieht. Ne? Oder willst du ein Haus bauen? Nee, eigentlich stehe ich mehr so auf unauffällige Dinge. Okay, dann gehen wir uns eine Höhle suchen gleich. Oder wollen wir in ein Tropenbinom laufen? Naja, also ich kann so einen Dschungel gar nicht ab. Ich finde die scheiße. Nur weil es da warm ist. Ja, wo bist du denn überhaupt hingelaufen? Ich sehe dich noch. Ah, ich sehe dich auch gut. Ich hau jetzt den letzten Baum kaputt und dann können wir uns eigentlich los. Jawohl. Am besten. Such dir eine Richtung aus und dann geht's los. Kannst du Wüsten ab? Weil in Wüsten sind ja meistens die Siedlungen. Und ich baue ganz gerne in der Nähe von Siedlungen. Ja, wir können uns auch eine Siedlung suchen, weil man kann ja jetzt mit den NPCs handeln, ja. Ja. Dann suchen wir uns eine Siedlung. Lauf. Wo lang? Ich folge dir gleich. Okay, also ich denke mal, irgendwo in der Ferne sollte hier eine Wüste sein. Ich sehe aber keine. Dann geh einfach geradeaus jetzt. Ist egal. Aua. 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 Was ist da los? Keine Ahnung, ich bin gesprungen. Naja, egal. Der Server hat sich gegen mich verschworen. Din, din, din. So ein dreckiger Hamachi-Server. So ein dreckiger. Ich gehe etwas weiter links von hier, damit wir mehr Überblick haben. Ich versuche schon mal ein paar Samen zu finden, aber... Samen. Aber die sind nicht so wichtig, wenn wir ein Dorf finden. Ja, stimmt, das ist ja genug, ne? So. Ich geh mal ein bisschen noch weiter rechts. Hier ist eine Wüste längs bei mir. Ah, ja gut, lass da hingehen. Und hier ist ein... Boah, hier ist ein fettes Loch. Naja, egal. Noch Schweinchen und so. Ich sollte nicht so viel sprinten. Wieso nicht? Braucht er schneller Leben oder eher Futter, Hunger, was weiß ich? Ja. Okay, gut. Dann kriegst du schneller Hunger. So, ach, da hinten ist eine Wüste, okay. Und hier ist Clay. Ja, denn, also ich baue den nie ab. Nee, ich finde, die Bricks sehen auch nicht so bezaubernd aus. Ah, da, okay. So, eben habe ich ein Dungeon-Geräusch gehört. Ja, markierst du mit dem Baumstamm? Ja, das interessiert mich nicht. Davon werden wir noch einiges finden. Hoffe ich mal. So, ah, guck, rechts nebenan ist gleich ein Tropenbinom. So, ich sehe hier kein Villager-Dorf.
Es ist eigentlich immer ganz angenehm, in der Nähe von denen zu bauen, weil du hast immer gleich deine Händler um dich, du hast immer einen guten Zombie-Spawn, weil die ganze Zeit die Dorfbewohner töten wollen. Auch. Hier geht's runter. Aua. Au, au, au. Ich finde einfach kein Dorf. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Das ist auch Dschungel. Ja, ich laufe hier an der Dschungelkante lang. Ich auch. Bist du gar noch hinter mir? Nein. Bist du schon in die andere Richtung gelaufen? Nee, nee. Ach, ich sehe dich doch. Ah, doch. Leck mich fett, wie viel Glas das hier alles sein könnte. Ja. Es ist nur scheiße, dass ich. Also ich habe schon die Hälfte von meinem Essen verloren. Ja, ich habe auch schon 4 Stück. Ja. Vielleicht sollten wir was zu essen suchen. Din, din, din. Oder lass uns irgendwie einen Was? Berg suchen, wo wir uns reingraben können. Da gibt es bestimmt auch kein Essen, aber. Das ist doch doof jetzt. Steine im Magen machen auch satt. Und du hast auch ein paar Seeds, oder nicht? Ja, 8 Stück, aber bis die gewachsen sind, dann. Außerdem habe ich keine Hoe. Keine Hoe. Siehst du mich noch? Ja, sehe Ja. dich. Ich muss doch irgendwo in ein Dorf sein, oder nicht? Also, ich hatte bis jetzt immer das Glück in meinen Einzelspielerkarten. Ich gehe 2 Meter, sehe eine Wüste, sehe ein Dorf. Mit einer Pyramide sogar. Ich weiß nicht, ob das Pyramiden darstellen Ich sollen. habe einen Dungeon gefunden, glaube ich. Ah. Ah, ne, das ist Sandstone hier. Ach so. Das Der irritiert sieht mich. bei mir komisch aus. Komischer Sandstone. Das ist bei dir nicht alles auf Deutsch? Ich habe auf Deutsch eingestellt, ja. Gott verdammt. Oh, meine Framerate verlässt mich gerade. Nein. Okay. Gut, geht. Vielleicht, weil die Welt sich generieren Ja, muss. deswegen. Ich habe schon auf normal Ich gestellt. habe auch auf normal. Ach Mann. Warum finde ich denn hier nichts? Ich glaube, wir müssen wohl doch gleich wirklich in den Tropenbinom. Ein bisschen Kakaobohnen suchen oder was weiß ich. Die Kekse machen. Ja, ein paar Kekse eben kurz ohne Weed machen. Smoke Weed everyday. Oh, es war dunkel. Ja. Nein! Es laggt. Lag. Ach Quatsch. Fällt doch kaum auf. Du generierst ja schön für mich vor. So. Ich habe hier Eisen gefunden. Eine Spalte. Das ist auch nicht schlecht eigentlich. Pass auf, nicht, dass du hier reinfällst. Okay, oh, okay, gut. Ja, hier rüberspringen schaffe ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr genug Ja, hier Essen. kommst du. Ja, hier außen rum. Ja, dann können wir hier auch unsere Dingens aufschlagen. Unsere Lager. Das habe ich in meinem Let's Play Hardcore gemacht, falls du es gesehen hast, da auf Was Gamerbox. hast du da gemacht? Da habe ich mich. Da war so ein kleiner Vorsprung in der Spalte und da habe ich einfach mein Haus reingebaut. Ja, ich baue das eigentlich auch immer direkt an der Spalte, damit ich das theoretisch gleich bei mir habe. Also von mir aus können wir auch schon darunter gehen. Nee, ich will die nicht direkt unten bauen, das ist mir ein bisschen zu. Ja, dann. Was baust du da? Mein Fundament. Du hast aber ein kleines Haus. Ach Quatsch, das wird ja auch gar kein Haus. Das hoffe ich, weiß ich Wollen wir nicht. zusammenbauen ein Haus? Ja, das können wir eigentlich auch machen, ne? Wäre vielleicht ein bisschen interessanter. Au, Framerate. Ja, dann lass das mal machen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mehr oder weniger so einen Abgang bauen, weißt du? Dass wir auch runterkommen leicht. Kannst du auch reinspringen ins Wasser. Das Wasser? Oh. Ja, bei mir ist das alles schwarz. Tiefschwarz. Egal, dann bauen wir hier sowas. Bauen wir hier halt. Bunker. Na komm, was wollte ich Da jetzt? hinten Was? ist ein Zombie. Und ich kann hier noch was rumzimmern. Ich habe kein Holz mehr jetzt. Was baust du da? Aus Holz. Die Umrahmung. Das Ding ist aber winzig, was du da machst jetzt, ne? Ja, egal. Jeder Anfang ist schwer und klein. Keine Ahnung, was ich gerade laber. Hier. Siehst du? Aha, klein, aber oh. Ja, dann bastel mal schön. Ich baue schon mal ein bisschen Werkzeug. Ja, dann musst du auch von meinem
Egal, ich hau dich einfach mit ins Fundament rein. Viel Spaß. So einen Klops wie dich da reinzukriegen, das wird schon schwer. Ja, ja, ja. So, ich bastle hier ein bisschen. Ah, Strömung. So, ich muss mir kurz... Hab ich da gerade was kreuchen hören? Ja. Da ist ein Enderman, nicht angucken. Ich will nicht in die Augen gucken. Ey, jetzt weiß ich, woher Slenderman sein, weißt du, seine Idee hat. Ja, wahrscheinlich. Ah, das hab ich jetzt auch gespielt, aber oh, boah. Ja, da müssen wir auch mal ein Let's Play zu machen, aber mit Facecam, Alter, das ist Todes. Also ich finde das nicht gruselig. Nicht? Nö. Ich will die Tür abbauen. Lass dich abbauen, Tür. Scheiß Tür, Alter. Nein! Hör doch auf! Ach toll, jetzt hast du den Boden wieder eklig. Also ich wollte das so einbauen. Perfekt. Wo ist ein Enderman? Hallo, dann. Okay. Dach brauchen wir nicht, oder wie? Doch, das kommt doch noch alles, Mensch. Also ich habe schon mal 8 Eisen. Ja, bau uns irgendwie einen Eimer, dann können wir hier schon mal das Weed anbauen. Mit unseren Seeds. Erstmal bräuchte ich einen Ofen. Ja, den kannst du auch eben kurz basteln. Zu wenig Stein. Ach egal, das hieraus mache ich dann. Das fülle ich alles mit Erde aus, würde ich sagen. Wo die ganzen scheiß Steine hier sind. Nicht schön, aber auch nicht selten. Ach, kacke gebaut, ey. Lass mich niemals ein Haus konstruieren. Jetzt habe ich 9 Eisen. Wie mag ich das denn jetzt? Ich weiß nur, dass ich mir eben kurz eine Truhe bauen sollte. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 2 Truhen. Phänomenal, wenn du... Ah, okay, ist vielleicht doch wirklich ein bisschen klein. Nein. Ich habe eine Idee. Geh weg da. Yeah. Wir bauen einfach die Truhen in die Wand rein. Ist das nicht awesome? Was hast du da vor? Stopp. Awesome, awesome, awesome. Scheiße. Aua. Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Ja, das sagen sie alle. Ich hole mir ein bisschen Erde. Oh, ein Zombie, ab ins Haus. Aua. Entschuldigung. Aua. Ich hab die Tür nicht zubekommen. Du hast da oben ein Loch gelassen. Er hat mich abgeschossen. Ja, jetzt kommen wir aber nicht mehr raus. Ich hab das ein bisschen doof gebaut hier. Also, ich verhungere gleich. Ja, ich auch, deswegen wollte ich auch tun. Wir brauchen aber hier ein Bett. Sonst spawnen wir nicht wieder hier, ne? Egal, laufen wir. Als ob man das nochmal wiederfindet. Ich finde das wieder. Ich gehe den Zombie kloppen. Ja, mach. Ja, dann haben wir was zu essen. Warte mal, hast du Dings? Mensch, irgendwo. Ja, die ist draußen. Hä, von wo denn? Ich verhungere. Ach so. Ich riskiere es einfach. Ach, wir werden sterben. Ich bin tot. Hast du ihn besiegt? Ich habe noch ein halbes Herz und kein Essen mehr. Bullshit. Ich habe so Angst. Hast du Knochen bekommen? Nope. Hast du irgendwas bekommen? Nope, ich habe ihn in den Abgrund runtergeschlagen. So, das ist natürlich schlecht. Ey, komm. Ich habe einen Baseballschläger jetzt. Ich überlege gerade... Pilzsüppchen kann man sich machen. Ja, solltest du mal. Ich habe jetzt ein Schwert. Ah, hier sind ganz viele Pilze, ne? Was braucht man denn für Pilzsüppchen? Keine Ahnung. Ich glaube, dafür bräuchte man auch so eine Schale, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich habe aber echt keine Ahnung. Ja, warte, lass mich das ausprobieren. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Also, ich habe jetzt so ein paar Pilze. Die müssten eigentlich reichen für eine kleine Suppe. Der als letztes reingeht. Der muss einen Block da reinsetzen. Scheiße, wie mache ich das denn noch? Statt hier eine Workbench reinzuzimmern, Mann. Ja, warte.